Hallo, hier ist wieder Tobi vom Kanal Blockchain Verstehen und im heutigen Video gibt es was, was es normalerweise hier nicht gibt, weil wir uns ja mit Technologie beschäftigen. Aber es gibt trotzdem mal eine Preisprognose für Bitcoin. Wie du vielleicht festgestellt hast, hat der Bitcoin- und Kryptowährungsmarkt in den letzten Monaten wieder richtig heftig angezogen. Und der Markt, der jetzt seit 1,5 Jahren im Runterwärtstrend war, ist wieder auf dem Weg nach oben. Und die Frage, die mir ganz viele Leute immer stellen, ist, ja, wenn du jetzt da schon so lange dabei bist und so, sag doch mal, wie hoch geht denn der Markt überhaupt? Und dann sage ich immer, ich bin kein Trader, das ist nicht mein Thema. Trotzdem ist es aber so, dass man sich so seine Gedanken macht. Und ich mache mir vor allem meine Gedanken in die Richtung, dass ich mir immer anschaue, was war denn in der Vergangenheit und was wäre denn, wenn sich jetzt die Muster, die wir in der Vergangenheit gesehen haben, in der Zukunft wiederholen. Dadurch, dass es Bitcoin schon seit über 10 Jahren gibt, hatten wir eigentlich in der Vergangenheit bisher 4 Bullenmärkte. Also Bullenmärkte sind Märkte, da geht es hoch, und die Bärenmärkte, da geht es runter. Zwischen diesen 4 Bullenmärkten gab es immer dann eben diesen Bärenmarkt, wo es runterging. Was man, wenn man sich die anguckt, das siehst du jetzt hier auch auf dem Monitor, was man feststellen kann, ist, dass es eigentlich immer vom untersten Punkt des Bärenmarktes bis zum obersten Punkt des Bullenmarkts. Da haben wir uns in der Vergangenheit immer im Bereich Faktor 16 bis Faktor 86 bewegt. Das heißt, vom niedrigsten Punkt, den Bitcoin vorher hatte, bis zum höchsten Punkt, den er dann hatte, entweder dieser Wert mal 40 oder mal 70. Das ist das, was in der Vergangenheit passiert ist. Ich persönlich bin davon überzeugt, dass sich das jetzt beim 5. Bullenmarkt absolut selbstverständlich wieder so wiederholen wird. Das heißt, wenn du den genauen Wert haben willst, musst du jetzt nachgucken. Seit Anfang 2018 ging der Markt nach unten. Bis so Dezember, Januar diesen Jahres. Na, da schaust du dir einfach mal die Zahlen an. Wo war der Tiefpunkt? Nimmst diese Zahl, multiplizierst sie mal 40 und multiplizierst sie mal 70. Und dann haben wir eine schöne Area, in der dann der Bitcoin zu seinem Höhepunkt wieder landen wird. Jetzt kriegst du von mir nicht nur gesagt, also wie hoch das Ganze meiner Meinung nach gehen wird, sondern man kann auch relativ genau sagen, wann dieser Punkt erreicht sein wird. Und zwar, wenn man sich einfach mal diese bisherigen 4 Zyklen, sich die Zeitachse anschaut und diese Zeitachsen der sogenannten Akkumulationsphasen, also da, wo es weiter unten ist, mal wieder im Verhältnis zueinander sieht, dann sind wir so im Bereich Januar 2021. Das heißt, ich gehe davon aus, dass der jetzige Bullenmarkt bis Januar 2021 in etwa anhält, da sein Hoch erreicht, wie gesagt, niedrigster Preis mal 40 bis mal 70 und dann wieder runtergeht. Der Markt tut es nicht geradlinig, sondern der Markt macht immer so Zacken. Und schauen wir uns mal zu, nehmen wir mal in den letzten Bullenmarkt rein. Da kann man feststellen, dass es eigentlich gegen Ende 2 ganz hohe Peaks gab, die dann, also wo das erste von beiden auch wieder richtig nach unten geht. Gerauscht ist. Und solche Peaks wird es natürlich da auch geben, jetzt in den kommenden Monaten. Ne? Aber die Tendenz wird eine nach oben zeigende Tendenz sein. Jetzt magst du dir das anschauen und denkst dir, warum sagt der denn Januar 2021, was ist denn mit dem Bitcoin-Block-Halving und so weiter? Das ist eine andere Art, es zu betrachten. Was ich mache, ich schaue mir nur die Vergangenheit an, sozusagen die Past Performance von dem Bitcoin, und denke, dass es dann jetzt genauso sein wird. Was noch ist, der Bärenmarkt war länger wie sonst. Und was man, wenn man sich die Vergangenheit auch anschaut, feststellen kann, ist, je länger der Bärenmarkt, desto höher war dann danach die Upside von dem Ganzen. Das heißt, vielleicht sind wir sogar über den Faktor 70 drüber, wenn das ein Kriterium ist. Für die anderen Kryptowährungen gilt eigentlich dasselbe. Und die sind auch immer, dadurch, dass die Bitcoin bisher immer gefolgt sind, sind die auch immer um diese Größenordnungen nach oben oder unten. Also wenn man sich jetzt dann speziell EOS, sagen wir mal, EOS war bei 1,80, jetzt am niedrigsten,
Nehmen wir es mal 70, also sind wir so bei 120 Dollar oder so, irgendwie zwischen 80 und 120 Dollar dann beim EOS Januar 2021. Was man vielleicht noch berücksichtigen sollte, ist, dass Bitcoin dieses ganz, ganz krasse Skalierungsproblem hat. Das heißt, ab einem gewissen Punkt werden Bitcoin-Transaktionen irgendwas zwischen 100 und 1000 Dollar kosten. Und das ist natürlich für eine Transaktion viel, viel zu teuer. Das heißt, ab diesem Punkt ist Bitcoin eigentlich nicht mehr verwendbar für die Leute, die die letzten Jahre Bitcoin verwendet haben. Weil die sind es gewohnt, die sind leitgeprüft, die zahlen 1 Euro und regen sich dann auf, wenn es auf 10 oder auf 30 Euro geht. Aber dann 100 bis 1000 pro Transaktion, das ist dann, also ich rede von kleinen Transaktionen, ich rede jetzt nicht, wenn man natürlich 1 Million überweisen muss, dann sind ja 100 Euro meinetwegen okay, wahrscheinlich für diese Leute. Aber ich rede halt von normalen Transaktionen. Das heißt, es werden natürlich Altcoins, wie zum Beispiel Bitcoin Cash oder wie Dash, werden dann an diese Stelle von Bitcoin treten können. Warum? Weil die Händler, die jetzt Bitcoin akzeptieren, können Bitcoin-Forks relativ leicht integrieren, dadurch, dass es praktisch dieselbe Softwarebasis ist. Und es werden natürlich auch Smart-Contracts-Plattformen, auf denen du Kryptowährung unter anderem als eine Anwendung halt laufen lassen kannst, werden dann auch an diese Stelle treten. Das heißt, was ich jetzt persönlich da auch noch erwarte, ist, dass Bitcoin eine gewisse Performance hinlegt, dass aber die Altcoins eine wesentlich krassere Performance hinlegen wie in der Vergangenheit, einfach weil sie Bitcoin wieder massivst Marktanteile abnehmen werden in dem Moment, wo Bitcoin nicht mehr verwendbar ist für die User. Wo sozusagen das System überlastet ist, werden andere Systeme, die eine Skalierungsoption haben oder Skalierungsmöglichkeiten haben, an diese Stelle treten. Wenn du dir jetzt mal im Kopf das ausgerechnet hast, was ich so gesagt hast und dir denkst, boah krass, was sind denn das für Zahlen, warum soll das so viel wert sein, das ist ja total weltfremd, möchte ich nochmal kurz sagen, worum es hier geht. Es geht darum, dass via Bitcoin das Problem des Double Spendings gelöst wurde. In der Vergangenheit, wenn ich dir eine E-Mail geschickt habe und dir eine Datei angehängt habe, habe ich dir eine Kopie dieser Datei zugeschickt. Das heißt, ich habe die Datei vervielfältigt. Einfach auf Mausklick. Es war nicht möglich, einen Wert, der nicht kopierbar ist, zu verschicken. Deswegen haben wir immer Banken gebraucht als Intermediär, weil die Bank diese Rolle des vertrauenswürdigen Mittelmanns gehabt hat. Weil die Bank immer dir garantiert hat, wenn ich dir 100 Euro schicke, hat die Bank garantiert, dass sie bei mir vom Konto gestrichen werden und bei dir gut geschrieben werden. Na, ansonsten, wenn es da keine Bank gibt, sondern wenn ich die 100 Euro einfach an eine E-Mail dran gehängt hätte, dann hättest du ja gar nicht gewusst, habe ich sie jetzt bei mir wirklich her oder hast du jetzt nur eine Kopie? Keiner will kopiertes Geld haben. Na? Also dieses Problem der Kopierbarkeit ist also durch Kryptowährung behoben. Und dann müsst ihr euch noch vorstellen, wir hatten 2008, 2009 die Finanzkrise, wo sich herausgestellt haben, dass die Banken als Intermediär gelogen haben, dass sie Geldmengen, über die sie gar nicht verfügt haben, dass sie faule Kredite vergeben haben, bla bla bla. Das heißt, dieser Intermediär, der hat sich sozusagen selbst erledigt, indem er sich selber das Vertrauen entzogen hat, weil er nämlich alle angelogen hat. Seine Kunden, sich selber, den Staat und so weiter. Dann hat der Staat ihn natürlich gerettet auf unser aller Kosten. Aber jetzt haben wir eben eine Technologie, wo wir das überhaupt gar nicht mehr brauchen. Und diese Technologie hat einen Wert. Und zwar hat die den Wert, den sämtliche Banken dieser Welt zusammenaddiert besitzen. Und dadurch kommen diese großen Zahlen, was ein Bitcoin vom Preis her nach meiner Prognose dann erreichen kann, zustande. Und es wird diese übertriebenen Schwankungen, Spekulationsbubbles nach oben geben oder nach unten. Und es wird auch so sein, wenn der Peak erreicht ist, dann wird es wieder nach unten rauschen, dann gibt es wieder den Bärenmarkt und der wird dann wieder anhalten und dann wird es wieder den Bullenmarkt geben. So, das ist einfach, alles verläuft in Zyklen nach oben und nach unten, bis dann irgendwann, wenn sich Kryptowährung als Alternative zum bestehenden Fiat-Geldsystem mit etabliert hat, ich glaube nicht, dass es das abschafft, aber es wird nebenher existieren und bis sozusagen dieser Prozess ausgefochten ist, wird es eben diese ganz, ganz krassen Kursschwankungen geben, wenn es dann etabliert ist.
dann wird das Niveau, auf dem es sich etabliert, ein ganz ein anderes sein, als wie das, was ich jetzt hier als Prognose gegeben habe. Und dieses andere Niveau wird natürlich weit, weit höher liegen, wird aber wahrscheinlich noch lang dauern. Und das Problem ist, wir wissen nicht, welche Kryptowährung das sein wird, weil wir gar nicht alle Skalierungsmöglichkeiten kennen, die man dort anwenden könnte, beziehungsweise anwenden müsste, wenn man wirklich große Teile der Weltbevölkerung damit einbezieht. Gut, ich hoffe, dieses Video hat dir einen schönen Ausblick auf das, was kommt, gegeben. Vergiss nicht, ich bin kein Finanzberater, ich mache mir hier nur meine Gedanken und teile sie mit. Wenn dir das Video gefallen hat, gib mir einen Daumen hoch, abonniere den Kanal und schau dir dann mal im Januar 2021 dieses Video nochmal an. Ade!